überschätzt auf ein Körperhalt. Kauft dir die Liebe von Millionen. Kauft dir das Deo, das dich glücklich macht. Kauft dir das, was noch keine hat. Nicht mehr rein. Schönen guten Abend, Frau Schrillmann, da bin ich. Was wollen denn Sie hier? Ach, was haben Sie denn heute Abend wieder Reizendes an? Oh, Sie brauchen mir nichts anzubieten. Das brauche ich nicht. Ich bin ja nur kurz vorbeigekommen, um Ihre Bestellung vorbeizubringen. Und dann wollte ich Ihnen noch unsere neueste Kollektion vorführen. Was sagen Sie dazu? Haben Sie eben Nachrichten gesehen? Eine Käseburgerin als Assistentin von Willy Wunder. Also ich find's galaktisch. Sind Sie die kleine Hanna, die Tochter von den Schusters, wo die ältere Schwester dieses Verhältnis mit dem Zahnarzt hat? Also die könnte ich mir sehr gut dazu vorstellen. Also ich bin ja mal wirklich sehr gespannt, wer das Rennen macht. Oh, doch nicht mit dem Finger! Dazu haben wir doch unseren kleinen Spachtel. Hier, bitte. Ja, und dann habe ich hier noch unsere Maske à la Gurke. Ich sag Ihnen was, die hält mindestens 12 Stunden. Also an meiner Haut lasse ich nur Wasser und WC. Och, nicht so bescheiden, meine Teuerste. Ja, wissen Sie, die Frau Winter von unten, die deren Schwiegersohn da bei der Bundeswehr ist. Bundesbahn, ach, was sag ich denn? Also die möchte ihre Tochter ja gerne im Fernsehen sehen. Als Ansagerin, oh, als Ansagerin oder so. Naja, vielleicht klappt's ja auch diesmal. Ich kann Ihnen sagen, die ganze Stadt ist im reinsten Willy-Wunderwahn. Sie mögen wohl Willy Wunder nicht so gerne, wie? Wo, wen, wie, doch. Dachte ich's mir doch, ja. Meine Tochter macht mich auch schon ganz wahnsinnig mit diesem Willy Wunder. Ach ja, die Mimi. Meine Tochter geht aufs Eis. Aufs Eis? Ja, Sie müssen es ja am besten wissen. Alle sind so schlecht zu dir. Niemand hat dich lieb. Und du denkst, das kann nur das Ende sein. Doch das Ende, das kann manchmal auch ein Anfang sein. Denn bald schon bist du nicht mehr traurig und allein. Im Himmel ist ein Wörtchen frei. Endlein warten auf dich, tap mit Tag. Nur ein kleiner Sprung, nur ein kleiner Sprung. Und du bist da, wo dich jeder mag. Kleines Mädchen, ist dir auch klar, so zu Mut. Im Himmel wird alles ganz anders sein, denn die Englein sind alle so gut. Im Himmel ist ein Wörtchen frei. Auf die Stadt mit
kleines Brot. Entschuldigen Sie bitte, Frau Schrellmann. Gibt es vielleicht in Ihrem Klo einen Bindeneimer? Wozu brauchen Sie denn das in Ihrem Alter noch? Das geht Sie gar nichts an, was in meinem Alter braucht, meine Liebe. Frau Schrillmann, haben Sie schon mal Ihre Brille da drin angeguckt, wie die aussieht? Nehmen Sie schon mal bitte eine Feule und gehen Sie da rein und schrubben Sie das Ding ordentlich. Raten Sie doch mal, Frau Schrillmann, wer gerade oben die Assistentin bei Willy Wunder geworden ist. Meine Tochter Elke. Na Gott sei Dank, meine Tochter macht nämlich was Vernünftiges. Die trainiert für die Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf, so. Dass ich nicht lache. Ihre Tochter Mimi, dieser Fettklos und Europameisterin. Ach, Sie gemeines Luder! Das sagen Sie doch bloß, weil Sie eifersüchtig sind auf Ihren blöden Mann, meine Damen und Herren. Aber es ist ja kein Wunder, bei so einem ausgedienten Rastplatz, wie Sie aussehen wie eine Mülltonne. Schauen Sie doch mal einen Spiegel an. Ich kann es gerne Spiegel bekommen, Frau Schrillmann. Mit Ihnen kann ich immer noch kommen. Sie Hexe. Ja, was heißt denn alte Hexe? Ich verstehe, dass der Mann ihn wegläuft, dass Sie ihn überhaupt gekriegt haben. Wundert mich ja doch, früher haben Sie auch nicht anders ausgesehen. Und jetzt reicht mir mit Ihnen doch. Also, das ist doch meine Plätze, du alter Wunder, wie meine Perücke raus. Los, mach ihn nicht auf. Perücke her! Alte Hexe, gib mir meine Perücke wieder! Da hast du sie, du Alte! Hör zu, Luna! Nun, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier in, Käseburg und natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauer, draußen in unserem Land. Ah! Südrampel! Die Zöpfe bleiben dran! Was? Sie entlassen! Raus! Beeilt euch! Euch gleich ja. Sagt, wir kommen zu spät. Die 100.000 können wir sowieso abschalten. Mit drei hoffnungsvollen jungen Menschen, direkt aus unserer Mitte, wenn ich das so sagen darf, den Parkas! Eine Dunstwolke liegt wieder über der Stadt. An meiner Geranie stirbt wieder ein Blatt. Doch der saure Regenwurm, der kennt nur die Einsamkeit. Ach, Herr Wunder, das sind Sie ja endlich. Wieso können Sie die Show anfangen ohne unsere Tochter? Ihre Tochter? Wer ist denn Ihre Tochter? Ja, das sehen Sie doch. Ihre neue Assistentin. Meine Assistentin? Dieses Monster ist doch nicht wahr. Ja, was heißt ihr Monster? Sie mit ihrem Handfinger auf dem Kopf. Das Kind ist mit der Buttermilch und bestimmt auch in der Buttermilch. Entweder meine Tochter tritt auf oder ich kriege mein Geld zurück. Papa Ursula, beruhigt, sie tritt auf. Also ich muss jetzt auf die Bühne. Raffo, mach du das bitte mit diesen Menschen. Zu spät, solange die Erde und ich schau auf die Uhr und ich steh. Also Ihre Tochter Elke tritt wirklich nicht auf. Und es tut mir leid, ich muss jetzt mit dem Intendanten in die Höhe. Hey! Und sie tritt doch auf! Die Parkas, Nummer 1 in Holland und bei uns. Aber ich bin mir sicher, dass sich für diese jungen Menschen aus Wanne-Eickel nach dieser Sendung einiges ändern wird. Diese jungen Menschen, die sich nicht scheuen, derart heikle Themen aufzugreifen. Also Elke, denk an unsere Zukunft. Raus! Die noch Worte haben.
Ja, wer kommt denn da nicht, meine neue Assistentin, nicht unser Stargast? Aber bei dieser... Ja, ist es denn die Posse Bill mit dir? Ich bedanken für die großzügigen Spenden für das Behindertenhilfswerk. Das ist ab und raus! Jede Mark zählt. Oh, Aufnahmeleitung. Wir lassen nichts aus, um Sie zu unterhalten. Gehst du raus, du undankbares Kleid? Ich bagger mich hier ab für dich und wir haben noch Humor auf Kanal 62, auf Ihrem Kanal. Ich glaube, ich flippe jetzt gleich aus. Also jetzt reicht's. Ich hole jetzt die 100.000. Schlag auf Schlag weiter. Muss eure Mutter alles selber machen. Wenn du nicht rausgehst, mein liebes Kind, dann gehe ich raus. Mit einem Publikumsspiel jedenfalls. Und ich sehe, die Kandidatinnen sind bereit. Sie nehmen Platz. Und dann kommen wir auch guten Abend. Mein Name ist Sommer. Sie sind in der falschen Sendung. Sie sind jetzt nächste Woche dran. Husch, husch, husch. Guten Abend. Sie wundern sich, ich mich auch. Ja, und hier ist es, Ihr lustiges Reimeraten. Haben Sie eine geile Frisur? Ja, und da kommen auch schon meine beiden Damen. Das ist reizend. Mit wem habe ich denn heute das Vergnügen? Mein Name ist Elisabeth Müller. Sie kennen ruhig Lieschen zu mir sagen. Lieschen, das ist doch wunderbar. Und Sie, wer sind Sie? Marianne Sommer. Frau Sommer. Und was sind Sie, ich meine, von Beruf? Hausfrau und Mutter natürlich. Ja, das ist wunderbar. Mal etwas ganz anderes. Ja, Sie bringen uns da seinen hübschen Kopfschmuck mit. Trägt man das hier in dieser Region? Selbstverständlich, das sehen Sie doch. Ja, das ist sehr schön. Ja, einen herzlichen Applaus für ein echtes Käseburger Mädel, nicht wahr? Hallo Ossi, was machst du denn? Ja, hallo Erika, ich hole mir meine 100.000. Halt, wir wollen unser Geld haben. Sind Sie denn bereit? Natürlich, Herr Wunder. Das ist ganz wunderbar. Sie wissen, wir sind im Saal des Hotel Himmel und wir möchten deshalb jetzt von Ihnen den schönsten Reim auf Himmel. Auf Himmel, meine Damen. Himmel, Himmel. Sie haben's, Frau Sommer, ja, auf Himmel. Blau? Blau, das ist richtig, blau, das ist es, Sie haben gewonnen. Und hier kommt auch schon Ihr Preis, ein Original-Nirosta-Bratenbesteck. Jawohl, ich sehe, Sie freuen sich über Ihr Original-Nirosta-Bratenbesteck. Frau Sommer, ich verabschiede mich von Ihnen. Viel Vergnügen mit Ihrem Original-Nirosta-Bratenbesteck. Ja, meine Damen und Herren. Es sollte jetzt eigentlich meine neue Assistentin auftreten. Ist es nicht toll, dass diese Scheißelke ausfällt? Allerdings, dann hab ich ja noch eine Chance. Guck dich doch mal an, du blöde Gans. Wieso? Ist doch alles in Ordnung. Selber blöde Gans. Ein Künstler von Welt. Begeistern wird. Seit 40 Jahren dabei. Ich bin nicht müde. Der Garant für gute Stimmung. Sie kennen ihn alle. Also kann ich nur sagen, freuen Sie sich mit uns auf Ihren Rex Dildo. Wie unappetitlich. Und das war meinem Auftritt. Ich traf sie am Strand von San Juan, am schönen blauen Meer. Ich sagte, mein Name ist Neckermann, da freute sie sich sehr. Wir tanzten in einer Taverne, im Licht einer roten Laterne und in ihren spanischen Augen. Ich will jetzt endlich diese verdammte Assistentin! Ich hab eine Assistentin für dich. Und Ben, Ben, Ben! Irgend so ein Geschoss. Geschoss? Was für ein Geschoss? Ich hätte nur noch was für dich. Liebe war für sie nur ein Fremdwort. Sie riss mir einfach das Hemd fort und fiel über mich her. Hassa! 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 Setz doch nicht, du blödes Gehör. Was? Am besten ist, du stellst sie gleich nach der 100.000-Mark-Frage vor. Ja. 100.000 Mark Frage, 100.000 Mark Frage, 100.000 Mark Frage. Oh. Willi!
dort die Irrenanstalt? Das könnte schon sein. Könnten Sie bitte meine Mutti im Himmel abholen? Ja, freilich, im Himmel, Himmel. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist wieder soweit. Sie sehen die Treppe und den Sessel. Wir kommen zu einem der spannendsten Momente in der Willy-Wunder-Show, die 100.000-Mark-Frage. Und ich darf auch gleich meine Saalkandidatin begrüßen. Ja, das ist Ihr Applaus. Kommen Sie nur zu mir her. Ja, diesmal eine junge Dame aus dem Käseburger Publikum. Sehen Sie nur, dort ist Ihre Kamera. Sehen Sie nur schön hinein. Ich darf Sie gleich hochgeleiten. Ja, vielleicht sagen Sie mir währenddessen Ihren Namen. Ja. Iltra Storch. Das ist sehr schön, Frau Storch. Ja, noch ein paar Spiele. Auseinander. Es ist schon die 23. seit Willy Wunder in der Stadt ist. Machen Sie sich's bequem, fühlen Sie sich wie zu Hause. Hier ist gleich auch noch Ihr Mikro. Ihr Mikro, ja. Da weiß ich zwar nicht, es geht aber nicht so weit. Liebes Fräulein Storch, wir wollen dann auch gleich anfangen. Sie passen jetzt genau auf. Sie brauchen jetzt Ihre volle Konzentration. Und hier ist auch schon der Umschlag mit unserer heutigen 100.000-Mark-Frage. Und die 100.000-Mark-Frage lautet: Wie heißt Albert Schweitzer mit Vornamen? Ja. Ja, die Zeit läuft. Fräulein Storch, Sie überlegen, ich sehe es. Wie heißt Albert Schweitzer mit Vornamen? Wie heißt Albert Die Zeit läuft uns davon. Sie verrinnt. Ja, Frau Storch. 5, 4, 3, 2. Helmut. Helmut, da muss ich auf meinen Lösungszettel schauen. Nein, leider, das ist nicht richtig. Das tut mir leid, das ist falsch. Danke. Aber wir haben natürlich noch zwei Großteile vorbereitet von der Firma Kuschelmuschel. Und hier sind sie auch schon. Sie dürfen jetzt wählen zwischen diesen bezaubernden Frotti-Handtüchern und dieser kleinen Stoffgiraffe. Danke. Ja. Ja, ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Danke. Ich sehe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht. Alles Gute. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir vom Kanal 62 haben Ihre Nerven wieder bis aufs Äußerste gespannt. Meine übrigens auch. Der große Augenblick ist da. Ich darf Ihnen meine neue Assistentin präsentieren. Und hier ist sie nun. Dreitausend bei einer Trommel. Das ist ja spitze! Signora Sommer, wir sprechen Deutsch. Nix verstehen. Eben. Du stehen auf meinem Rasen. Rasen? Deutschland stehen Asphalt. Capito? Nix Quelle. Ich bade Pforzheim. Quelle da. Ach, Sie bringen sicher den neuen Quelle-Katalog, auf den ich schon so lange gewartet habe. Dankeschön. Kriegen Sie da noch was dafür? Trinkgeld oder so? Trinkgeld? Nächstes. Entzückend. Kuss. Mhm. Diese alte Potsau, die macht ja vor nix halt. Jetzt zieht sie sogar noch einen Pizzabäcker rein. Die Nummer 997, ich komme vor euch dran. Die 996. Mein Name ist Susanne Pöppe. Der Kandidat hat 99 Punkte. Grauenhaft. Die 997. Sie können jetzt rein. Und Sie warten noch. Ich bin die Ingeborg.
Kandidat hat 99 Punkte. Ich kann aber noch was anderes. Oh Gott. Weil wir heute ins Kino gehen und uns mal Comics ansehen, sagt zu mir der kleine Fritz, ich sag, du machst einen Witz. Hallo, hallo. Ist der Raffo, was ein Glück, dass Sie gerade hier liegen sehe. Sie müssen meiner Tochter Elke helfen, dass beim Wettbewerb die Nummer 1 wird. Und was soll ich davon? 100.000. 100.000? Wo haben Sie denn 100.000 Mark her? Ja, mein lieber Mr. Raff, ich habe mein Leben lang gebunkert, mich abgebaggert und dann habe ich meinen Bausparvertrag aufgelöst. Verstehen Sie? Nee, aber das ist nun auch egal. Der Kandidat hat 99 Punkte. Von denen bringt es doch keine. Eine wird schon dabei sein. Wumm! Ich bin die Elke. Die ist doll. Die ist doll. Ich spüre sowas. Ich spüre sowas. Was spürst du? Was spürst du? Na, das die Pommesbude. Ah. Wunder! Junge oder Mädchen? Beides.